Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer neuen Folge Detroit Become Human. What the fuck? Wir sind hier in... Das ist nicht real. Das ist der Himmel der Androiden. Freunde, schön, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Und danke an die Supporter da draußen, die die letzten Videos bewertet, kommentiert, geteilt haben und einfach unterstützt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Auch die Leute, die schon in der Zwischenzeit mir Twitter, Instagram gefolgt sind. Ihr seid alle herzlich eingeladen, Freunde. Jeder einzelne von euch. Jeder einzelne. Alter, ist der Zen-Garten hier richtig schön. Aber das ist nicht... Das ist nicht echt. Das ist doch nicht echt. Finde Amanda. Ja, wahrscheinlich ist sie in der Mitte. Höchstwahrscheinlich ist sie in der Mitte. In der Mitte. Und Freunde, es gilt immer noch das Angebot meines Partners Games Rocket. 70 Euro PSN-Guthaben für 63 Euro. 10% sparen. Mich unterstützen. Wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung klickt, einkauft. Wenn ihr es denn braucht. Ist klar. Logisch. Aber wo ist... wer ist das denn? Das ist Amanda. Hallo, Amanda. Connor. Schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Alter, wie geil ist das denn? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich fand ihn unangenehm und unprofessionell. Er ist eine suchtanfällige Person, respektiert die Verfahrensweisen nicht und verachtet Androiden. Das macht unser Verhältnis schwierig. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. What? Hä? Alter! Alter, was ist das? Was ist das gewesen jetzt? Soll das jetzt die Androiden-Göttin gewesen sein? Oder ist das ein Programm von CyberLife, was den Androiden irgendwas einreden will? Und oder ja, halt einfach ihre... Was macht die denn da? Was verhindern will, dass noch mehr ihre Androiden komplett austickt und so weiter? Also... Das war ja komisch. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Klar. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Du hast sicher einen Schuss.
Schock. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu, seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Klar. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Ja, da können wir nur hoffen, dass das nicht in unserer Welt wirklich noch eskaliert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nix für Videospiele, du mieses Stück Scheiße, Alter. Verklopp ihn, Connor! Ich box dich kaputt, komm her! Komm her, Todd! Komm her, Todd! Fuck, ich hab das Spiel gebrochen. Ich hab das Spiel gebrochen. Oh Gott. Quantic Dream, was habt ihr mit der KI gemacht? Warum läuft ein Mensch in eurem Spiel gegen die Wand und läuft und läuft und läuft? Habe ich euer Spiel durchbrochen oder habt ihr einfach für diese Leute, die hier sich in dem Raum befinden, einfach zwei KI-Punkte verteilt, anstatt, keine Ahnung, weiß nicht, 50.000 normalerweise soll da eine KI haben, dann gut funktioniert, so als Beispiel. Was macht der da? Warum kann ich hier nicht rüberklettern und ihn übertrieben kaputt schlagen, hier einfach mitten auf dem Polizeirevier? Warum geht das nicht? Was ist da los, Quantic Dream? Ich meine, diese Frau ist gerade eben auch schon ganz komisch durch die Gegend gelaufen. Einfach mal im Kreis, wie so ein Hund. Na gut. Todd, ich sehe dich nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Fuck. Na gut. Na gut. Po. 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 Mein Gott, diese hakelige Steuerung. Wie der sich dreht, ist ja nicht mehr normal. Po. Po steht da. Schade, dass ich aus der Distanz. No Name. Das was so bedeuten. Brown. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Familienleben war niemals leichter. UN waren vor Dritten Weltkrieg. Tja. Ivanov sagt nicht. Was stand da? Warte mal, was? Wie viel? Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Ach. Okay. Warte mal, wann spielt das hier nochmal? 38, oder? 38. In 20 Jahren nochmal 3 Milliarden. Boah, das wäre ein krasser Zuwachs auf jeden Fall. Das wäre ein krasser Zuwachs. Oh Mann. Anderson, hier sind wir richtig. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Erkunden das neue Büro. Tja, Freunde, wer sagt denn jetzt noch was? Hey, du lässt alle sterben.
Marcus ist back. Gut, der wird jetzt alle abmetzeln und wahrscheinlich die Androiden anführen. Aber Connor ist auch zurück. Ich habe noch keinen verloren, okay? Ich habe noch nicht einen einzigen verloren. So sieht's nämlich aus, Freunde. Aber es ist sau interessant, ey. Es ist so interessant. Also. Ich bin mal gespannt, was damit gemeint ist von Amanda, dass sie meint ja, Knights of the Black Dead, alles klar. Wenn, ja gut, wenn man sowas hören möchte. Sie meinte ja, dass wir einige Informationen verlieren. Ha, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beep. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Ich würde, also mich interessiert es nämlich, wie ist das, wenn du mehrfach stirbst mit Connor? Dreht er denn auch irgendwann durch, weil er immer mehr Daten verliert, immer mehr nicht diese Zusammenhänge erschließen kann, die er jetzt halt durchgeht, also wenn er sein Programm durchgeht, um irgendwas zu analysieren, dass wenn da immer mehr fehlt, dass er dann irgendwie so unsicher wird quasi und dann durchdreht, ob man sowas erzeugen kann quasi dadurch. Das wären so Sachen, die ich mir zumindest vorstelle, wenn ich sowas höre, die ich auch krass finden würde, weil... Wie gesagt, jetzt stell dir mal vor, Connor, der wirklich nur nach Protokoll geht bisher, so, der für eine bestimmte Sache immer wieder auch zurückgeholt wird quasi, dreht dann doch durch, weil er halt nicht mal diese Sache, dieses Ziel, wofür er geschaffen wurde, erfüllen kann und dann komplett durchdreht. Wer weiß. Fächer-Ahorn. Chichi Gashira Shonin. Donuts, Kalorien, 452, ein so ein Teil, Alter, krass. Anti-Androiden-Parolen. Nutze dein Gehirn, nicht deinen Androiden. Androidenfreie Zone. Alles klar. Du Racist. Streichhölzer, Jimmy Spa. Hinweise aktualisieren, analysieren, meine ich. Detroit Basketball Kappe. Baumwolle, 90%, immerhin. Das hatten wir schon. 6 von... Red Eyes Sondereinheit. Moment mal, warte mal. Real Police. Good Cop. Was steht da? Nice Girl. Alles klar, weiß Bescheid. Na gut. Hundehaare. Bernadine, oh, wie süß. So, und jetzt... Oh, Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealerring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben den wachsenden Red Eyes... Epidemie, der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500,000 beschlagnahmt. Okay. Oh, ist jetzt aber nicht so eine typische Polizistengeschichte. Er war früher mal ein richtig engagierter Polizist, der von allen gelobt wurde und dann ist irgendwas passiert und dann ist er ein Säufer geworden. Das geht doch drüber hinaus, das haben wir tausendmal schon gesehen. Mal gucken. Wurde befördert. Jüngster Lieutenant der Polizeieinheit Detroit. Er konnte eine bedeutsame Festnahme verzeichnen. Sagte Beförderung sehr lange überfällig. Okay. Man vermutet, dass der neue Lieutenant im Department schnell aufsteigen wird. Okay. Neue Rekordmenge Red Eyes in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Eyes im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson der Polizei. Okay.
Okay. War ein hervorragender Polizist. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Ah, oh, scheiße. Hank! In mein Büro! Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich. Ich bin beschäftigt. Ja. Ich würde mir gern die Fallakten ansehen. Sagen Sie mir, wo ich... Sprich mit Hank. Mach die Tür hinter dir zu. Einen schönen Tag, Captain. Früher toller Polizist. Jetzt Säufer, Assi, unzuverlässig, hat keinen Bock mehr, hat Hass auf Androiden. Meine Vermutung... Früher der geile Boy, hat alles erreicht, dann kam irgendein Android, hat ihm seine Tochter genommen oder sonst was. Oder er hat gesehen, wozu die imstande sind, hat Hass aufgebaut, hat irgendeinen Verlust erlebt, ist deswegen so, wie er ist. Ungefähr iRobot-Geschichte. Mal gucken. Mal gucken. Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Nee. Wir werden sicher ein tolles Team. Es bringt bei dem nichts. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Warum ist diese Aktion da oben nicht freigeschaltet? Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch? Ach, wahrscheinlich, wenn ich beim Captain irgendwas gefragt hätte. Den da benutzt gerade keiner. Vielleicht, wenn ich das Richtige beim Captain gefragt hätte, hätte ich noch eine Option mehr gehabt. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, oder? Ach Mann, warum habe ich denn nach den Akten gefragt und nicht direkt nach ihm? Aber er hätte mir wahrscheinlich auch nichts gesagt, oder?
Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Sorry. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Oh, nice. Er heißt Sumo. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Oder was auch sein kann, dass ein Android mit auf Patrouille gegangen ist, versagt hat und deswegen einer seiner Kollegen oder sowas draufgegangen ist oder irgendwas. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Beruhig dich, Bruder. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay. Der Kläger berichtet, er habe einen Androiden wie immer zu Hause, seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs in sein Apartment. Der Android hat immer noch möglicherweise ohne Befehl verlassen. Mal mehr. Okay. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 234. Blablabla, angegriffen worden. Der Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Dogs in 18 blablabla arbeitet. Der Kläger behauptete, hat ihn unerwartet eingesprungen, okay. Wir werden wahrscheinlich gleich ein bekanntes Gesicht finden, oder? Was meint ihr? Die Klägerin behauptet von ihrem Androiden einen blablabla angegriffen worden zu sein. Androiden hat außerdem die Räume des Hauses verwüstet. Alles klar. Der Kläger der Mensch ist Eden Club. Okay. Leo Manfred. Aha. Der Kläger behauptet, gewaltsam von seinem Hausandroiden, einem AX400 Modell, angegriffen worden zu sein. Android war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hat bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens angezeigt. Mhm. Ja, genau, Todd. Dreckiges Stück Scheiße. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ihre persönliche Situation sollte die Untersuchung nicht aufhalten, Lieutenant. Du hast doch keine Ahnung, wovon du da redest. Folge einfach deinem verfluchten Programm und halte deine Scheißklappe! Da! Das, was ich gesagt habe! Das Weine! Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass
auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Meine zweite Theorie, Freunde. Irgendein Android ist dem Protokoll gefolgt. Er hat jemanden verloren oder sowas. Irgend sowas. Und ich sollte mit Connor ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich habe gerne Lust, noch ein weiteres Modell. Ich meine, gut, ich muss ihn ja nicht bezahlen. Gut, ich bin gespannt, Freunde, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Guck mal hier. Revier erkunden. Tank sprechen. Hank ist sauer. Ach so, das ist gar nicht zu vermeiden wieder. Okay. Na gut, okay, Freunde. Was auch nicht zu vermeiden ist, dass die Folge irgendwann endet. Ich weiß, ihr seid traurig. Ich bin es auch. Aber wir sehen uns doch und hören uns doch beim nächsten Mal wieder, oder? Freunde, seid ihr mit dabei? Ich würde mich freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt bis hierhin. Bewertung nicht vergessen, Freunde. Hilft weiter, ist wichtig. Und ja, alles andere kennt ihr, wisst ihr. Videobeschreibung abchecken. Wir hören uns. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Tschüss.